Heiß. Heißer. Am heißesten. Erster Tag. Davis Cup Tag 1. Wir sind heiß auf die Matches. Also, bei 3 Stunden Spielzeit zuschauen, da brauchen wir auch was zu trinken. Über 3 Stunden, da brauchen wir weit mehr zum Trinken. Leider waren einfach die wichtigen Punkte nicht auf der Seite von Dominik. Also man hat gesehen, Chancen überall, aber er hat sie nicht nutzen können. Und hingegen war der Timo da einfach kaltschnäuziger. Die Stimmung hat passt, das Wetter hat passt, das Ambiente ist unfassbar für einen Davis Cup. Das war unglaublich und ich würde einfach nur so gern da stehen jetzt und ihnen einen Sieg schenken, aber so ist es im Tennis. Der hat auch gut gespielt und ich hoffe, dass das für den Andi jetzt die gleiche Stimmung ist und dann wird er das schaffen, denke ich. Sensationell, also die Stimmung, man erlebt sie jetzt wieder, auch beim Heidemarer. Sensationell, die Leute halten aus, die Leute bleiben dort. Das war ein Tag mit richtig viel Emotion heute. Es war alles drin, was der Sport zu bieten hat. Es hat 41 Grad am Center Court gehabt, ein spannendes Match. Leider erstes Match nicht zu unseren Gunsten. Das zweite Match ist viel besser, aber jetzt leider die Regenabbrechung. Also wir hoffen, dass es noch weitergeht und wir sind fit und wir freuen uns auf jeden Fall noch auf ein spannendes Match.